Wir sind ein Biobetrieb. Wir haben mehrere Standbeine. Das Hauptstandbein ist die Biomilchproduktion. Mit ca. 80 Milchkühe produziere ich 450.000 Kilo Milch. Nachher produziere ich noch ein bisschen Roggen oder Getreide für einen örtlichen Bäcker. Ich habe einen Hofladen, wo man jederzeit Kartoffel, Käse von der eigenen Milch, Eier von meinen 250 Hennen kaufen kann. Der Hofladen wird eigentlich ganz gut angenommen. Ich hätte es gar nicht geglaubt, dass sich das so gut entwickelt. Und das ist für mich ein Beweis, dass der Konsument schon ein Vertrauen in die regionale Landwirtschaft hat und das brutal schätzt, wenn er etwas vom Bauer vor Ort zu kaufen kriegt. Sagen wir mal, Tierwohl zeichnet einmal in erster Linie aus, wer betreut das Tier. Also das ist immer vom Mensch abhängig, wurscht, was für Haltungsform das wir haben, sondern wie wird das Tier betreut, wie wird es gefüttert. Bei mir auf dem Betrieb sind die Viecher in Laufstallhaltung. Im Sommer sind sie gealbt oder in Weidehaltung auf die Hornflächen.